Leute. Was? Neulich habe ich in meiner Küche ganz tief hinten ins Gemüsefach gegriffen und dort habe ich was Weiches gespürt. Ja, was Flauschiges, wie so ein alter Schwamm. Und habe ich es rausgezogen und dann habe ich da eine Waffel gefunden. Und gleichzeitig hat es draußen gestürmt und deswegen hole ich jetzt, nachdem ich neulich Tim auch mal wieder auf diesem Kanal zurückgeholt habe, noch tiefer in die Trickkiste gegriffen, ist Freddy mal wieder mit dabei. Hallo, ich bin's, der andere von Paluten, hallo! Genau, wir haben hier in meinem Mail-Spam-Postfach eine neue Version von Curfever entdeckt. Das wäre jetzt ganz cool und würde bestimmt auch ein ganz witziges Video werden, wenn in die Lobby hier irgendjemand reinkommen würde. Derzeit sind es nur wir beide. Und deswegen spielen wir jetzt direkt mal eine Runde auf Ranked, wir beide gegeneinander. Finde so, ich super, let's das go. Das wird mega. Oh, guck mal, das ist jetzt auch so richtig Versus. Oh Gott, Alter, das ist ja mega anstrengend, okay? Und es ist immer noch das normale... Not charged yet. Curve-Fever-Prinzip. Oh Gott. Oh! Oh Gott! Ist das dein Ernst? Huh! Oh! Oh! Du hast mich sogar getroffen. Oh! Du hast mich sogar getroffen. Ah! Ja! Nein! Oh! Das kann nicht dein Ernst sein! Mega Move, ich bin gesprungen! Alter! Du hast mich sogar getroffen! Ah! Ja! Ah! Oh! Hast du gesehen, wie ich gesprungen bin? Das macht ja voll Spaß, tatsächlich. Ja, ich glaube, das könnte auch eine gute Nummer sein, wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit gegeneinander spielen. Ansonsten war das das erste der neuen Videos, die wir miteinander aufgenommen haben. Oh, das ist knapp. Ja. Du bist gut, was das Treffen angeht, aber was das Springen angeht, da bin ich der... Das ist Fortnite. Da bin ich der wahre Otto. Nicht mein Ernst. Nicht mein was Ernst, hast du das gemacht? Da bin ich der wahre Otto. Nicht mein Ernst. Ich bin einfach in mich selber. Ich wollte schießen, aber ich habe nicht geschossen. Applaus. Ah, verdammt, ey. Ich muss das anders spielen. Ich habe jetzt eine Taktik. Ich sehe schon deine... Curfever Pro, das ist so das große Problem. Deine Gaming-Skills haben sich nicht sonderlich... Ach, du bist so ein kleiner Treffer, ne? Du bist so ein richtiger Treffer. Das ist mal so eine richtige Beleidigung, die ich wollte. Aber? Oh. Aber? Shit! Mann! Aber? Shit! Es Mann! Gilt halt auch ich muss so immer umdenken. Noch das klassische Curve-Fever-Prinzip. Das ist natürlich, wenn ich dich einnudel. Das Ding ist halt, ich kann dir trotzdem einige Punkte abnehmen, wenn ich dich halt treffe, weißt du? Das war so das Ding gerade. Ach so, stimmt. Ich habe, glaube ich, 10 Punkte abgenommen oder so. Ja. Oh. Ja, moin. Ja, ich war kurz ab. Ich war kurz abwesend. Da war ich kurz... Ja. Oh. Ja, moin. Das war abwesend. Und natürlich bist du direkt auf dem Platz drüber, obwohl du jetzt ein einziges Mal gewonnen hast. Das ist lächerlich. Das ist wirklich absolut lächerlich. Das ist der Treffer. Das ist richtig so. Das muss so sein. Ja, die Treffer sind wirklich nicht schlecht. Oh, ich hab mich verdrückt. Ich hab nach unten gedrückt. Ja, wie du echt jedes Mal mich hittest, ne? Das hast du echt drauf. Oh. Ho, ho. Ho. Ach, ich wollte... Ja, noch davor. Ach, ich wollte... So ganz klar. Ja, genau. Und plötzlich gibt's hier mega den Punkteboost. Ey, sorry, aber das Spiel wird direkt wieder von der Liste gestrichen. Nehm mal nicht, die nehme ich nicht, die Aufnahme. Nehme ich nicht. Okay, warte. Das fing super schön an. Da kann man nicht durchschießen. Da kann man nicht durchschießen. Würde ich mit richtig gutem Gefühl. Oh. Oh. Nein, ich bin in dein Strahl. Oh. Oh. Nein, ich bin in dein Strahl. Ja. Reicht das? Das reicht. Aber das nicht. Gibt mega wenig Punkte, wenn man normal gewinnt. Es geht jetzt eher irgendwie um diese Powers. Ne? Ja. Aber ist eigentlich ganz cool, so muss ich sagen. Also ich bin offensichtlich besser. Aber es bringt mir nichts. Oh, als ob. Ich hab's so gerochen. Ich dachte, wenn du jetzt rumkommst. Ja. Ja, jetzt wie beide total ruhig werden. Hä? Warum? Hä? Ja, super. Das finde ich toll.
Ich hab mich doch gar nicht so bewegt. Da waren irgendwelche Mächte am Werk. Ja, jetzt die Beine total ruhig werden. Showing Reward. Du kriegst jetzt eine Belohnung. Ich hab eine Bronze-Crate. Es gibt Lootboxen. Es gibt mega Lootboxen. Was ist da drin? Boah, Leute, guck mal, Upgrades für meinen Shot und für meinen Sprung. Ja, hab ich auch. Hä? Als ob du die gleichen bekommen hast einfach. Ich hab irgendwie nicht das Gefühl gehabt, mich da am Ende zu bewegen. Nehmen wir nachts um 3 Uhr auf. Ist ein Geist hier anwesend, der meine Steuerung verändert hat. Sollen wir loslegen nochmal? Sollen wir nochmal weiter aus? Wir machen es direkt nochmal. Eigentlich wäre es ja auch schön, mal gegen andere zu spielen, weil jetzt wird das direkt wieder zu so einem Mega-Versus-Ding, bei dem ich eigentlich dachte, ich komme direkt als Sieger heraus. Weil ich sag's ja ganz offen, so im Vergleich zu den Malen, in denen wir damals aufgenommen haben, vor 3 Jahren, meine Skills sind immens gestiegen. Sie sind immens, ja. Auf einem Level, es ist sicker Shit. Was ist das? Wir haben jetzt nicht genau die gleichen Attacken genommen. Doch, wir haben genau die gleichen Attacken genommen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Da kann man so irgendwas rauslegen. Und dann riesig. Oh. Ja. Ich glaube, so wenn du das jetzt aufnimmst, was happened dann? Ich glaube, ich bin dann einfach größer für eine ganze Zeit, was halt schwieriger für mich sein soll. Ja, du hast mir gerade Punkte gegeben dadurch. Und jetzt hab ich... Nee! Oi. Boah, wie du direkt 10 Stück kriegst auch. Ja, weil ich durchgeschlängelt bin. Jetzt hab ich... Nee! Ja, mein stimmt, normaler Curfever-Skill, der ist halt active. Der ist da. Ich musste kurz gucken, wer ich denn eigentlich bin. Nein, falsch! Oh, falsch! Oh nein, auch bei mir falsch. Oh. Mist. Nein, auch falsch! Och, nein, das war richtig dreckig. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh, das ist gar nicht gut hier. Oh, ist das so absolut gar nicht gut hier. Ja. Same. Oh, zum Glück. Wie gesagt, die Curfever-Skills, die sind da. Ja. Die sind da. Die sind existent. Gut. Wo sind meine Shots? Ich glaube, ich habe jetzt die Shots sind jetzt irgendwie unten oder sind sie oben? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe sie, glaube ich, auch vertauscht, deswegen bin ich so irritiert. Oh! Ich glaub's nicht. Ja, also was halt ganz interessant ist, man konzentriert sich halt so. Oh. Ja. Gar nicht. Worauf konzentriert man sich, Freddy? Also, was halt ganz interessant ist, man konzentriert sich halt so. Oh. Auf diese Bobbel, weißt du, auf diese Striche, sondern ich will dich eigentlich nur noch abschießen die ganze Zeit. Und deswegen ist es gerade so ein bisschen. Ja, das Abschießen ist schon nice. Das Abschießen ist schon eine nice. Oh! So knapp, ey. Oh, richtig miese, ey. Uiuiui. Ey. Okay. Oh, das wäre fast mein erster Shot. Into Glory geworden. Oh, nicht gut gewesen von mir. Aber ich bin einfach nur richtig am Ausweichen. Es ist echt schön, dass die Curve-Fever-Skills noch active sind. Die sind einfach noch da, Mann. Die sind einfach absolut noch da. Es ist echt schön, dass die Curve-Fever-Skills noch active sind. Das ist nicht gut, alles. Warte, ich krieg das hin jetzt. Verdammt nochmal. Oh! Oh, kritisch! Ah, oh, nicht kritisch. Ja, sehr schön. Oh ja. Oh, ich bin fast. Ich hab fast gewonnen. Ich gewinne. Das war's. Nee! Freddy Fredbert, so was für eine zerstörerische Runde. Oh. 59 zu 11. Ich gewinne. Das war's. Nee! Ins Face, ey. Nicht gut. Wir haben jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Ja. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir verfeinden uns direkt auf alle Ewigkeit und sagen, wir belassen es nicht bei einem Unentschieden und machen jetzt noch eine dritte Runde, um das alles zu entscheiden. Oder
wir versuchen, in eine Public Lobby reinzukommen und einfach unseren gemeinsamen Hass an wehrlosen anderen Menschen auszutragen. Ich finde, Public Lobby ist eine Top-Idee. Ich schreibe das jetzt in meinen Discord-Server. Ja, let's go. Wir sind voll. Let's go. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wahrscheinlich sind das schon so mega versierte Schlingel. Okay, wir sind voll okay. Bereit, Alter. Und jetzt ist es wirklich Battle Royale, Mann. Siehst du das? Sechs Royale, Leute. Ja. Ich bin voll bereit. Übrig. Alter Vater, okay. Eigentlich war das vorher auch schon. Boom, Digga. Ich hab noch keinen einziges Mal mit diesem. Einer ist down. Mit diesem Shot getroffen. Ich verlasse mich ganz wirklich auf meine ganz klassischen Curfever-Skills. Das ist das, worauf ich mich verlasse. Auf nichts anderes. Nice. Und das scheint auch bisher gut auszureichen. Hauptsache, die alten Schiffe. Alter. Da hat so ein Typ so ein Autoturret, ne? Ja. Nee, alle haben das. Wenn du stirbst, dann kriegst du automatisch einen. Echt? Ja, ist richtig krass. Das ist ja crazy. Gegen wen spiele ich da? Gegen dich? Bist du noch am Leben? Ja. Oh, nein. Habe ich überlebt bis zum Schluss? Ja. Weiß ich nicht. Ich habe bis zum Schluss überlebt. Ey! Nein! Hey. Moin, Alter, wir sind drin. Let's go. Moin! Da bin ich sehr happy mit. Aber meine Schüsse, mit denen bin ich absolut nicht happy. Ah, komm. Kann ich denn dann die Turrets einsammeln oder was kann ich damit denn so machen? Also sind die dann einfach da? Nee, die schießen dich ab und wenn die dich abschießen, dann kriegt der dich abgeschossen hat, einen Punkt. Aber kann ich die auch abschießen? Oh Gott, mein Aim ist in diesem Spiel echt so fernab von Gut und Böse. Das ist echt sick. Nee, man selbst kann ihn nicht abschießen. Ich hab mich auch gerade rausbuxiert. Du warst noch am Leben am Ende? Sehr gut, Freddy. Was geht ab? Jetzt ist doch wieder ein Battle zwischen uns beiden. Das wollte ich eigentlich nicht, dass das passiert. Jetzt geht's ab, Kiros. Wir beide haben geübt. Aber beide gleich viele Punkte auf. Ich wollte, dass irgendjemand unnötig gut. Oh, ich hab mal getroffen endlich. Oh, ich hab endlich mal getroffen. Oh, jetzt fühlt sich das gut an. Warte. Oh, ich hab auch jemanden getroffen, gerade ganz schön übel, aber. Oh, ich hab ein Problem. Ah, oh, so knapp. Ich habe wirklich ein Mega-Problem. Oh, ich habe zweimal getroffen, Kiros. Du bist richtig dabei, ne? Mega, ich bin so. Oh, ich bin down. Kingslayer ist down. Sehr gut. Ja! Ah, man kann durchgezogen. Selber. Man kann aber selber, guck trotzdem. Aber, Was? So viel! Als ob! Das waren die Treffer. Oh, jetzt bin ich aber mega hier am Anfang im Clinch gewesen mit allen. Das war gar nicht gut. Warte, okay. Ach, schade, das hätte fast ein richtig schöner Shot werden können. Oh! Nein, ich hab's falsch gemacht! Oh! Aim the rocket. Okay, warte. Oh! Oi. Knapp hab ich dich getroffen jetzt. Ich fixiere nur dich. Oh, ich bin so froh, dass meine Curve. Es ist echt krass, wie meine Skills active sind. Leute, ihr seht hier Curve Fever Gameplay auf hohem Niveau. 196, 250 müssen erreicht werden. Okay. Ich darf halt keine Schwäche zeigen. Oh, ich bin fast am Rand dran! Ach, oh, knapp. So oh, das hätte fast richtig bitterböse werden können, ey. Ist es zum Glück nicht geworden. Nein! Oh, ich hab dich so krank abgeschossen, Genos. Och Mensch, ja. Das war richtig übel. Oh, wie mich das punktemäßig zurückgeworfen hat. Minus 55. Yo, komm schon! Yeah. Und du gewinnst auch noch direkt. Yeah. Ey, das ist halt krass. Du kannst zwei Runden oder alle Runden mega gut spielen und dann knallt dich der Freddy da hinterrücks gut ab und dann bist du plötzlich wieder Zweiter. Aber das ist ja eine allgemeine Runde, weil gilt das natürlich nicht als Duell hier. Das ist ja ganz klar. Leute, mit diesen drei Ründchen haben wir mal Curfever Pro für die Profis ausprobiert. Jetzt muss ich mir das nochmal anschauen hier, dass du hier auf dem ersten Platz bist. Das will ich gar nicht mehr sehen. Schau auch gerne bei Freddy vorbei, der hat auch einen YouTube-Kanal. Ganz neu. Spontaner Black heißt der. Und Spontaner Waffel. Da nehmen wir vielleicht auch mal irgendwann irgendwas auf. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Falls ihr den Kanal hier noch nicht kennt, lasst auch noch einen Kommentar da. Und falls ihr ihn dann immer noch nicht kennt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Und Freddy hat mir gesagt, es ist wichtig zu sagen, dass man die Glocke bimmeln lassen soll. Glocken! Schön Glöckchen lassen! Schönen Weihnachten! Let's go! Glöckchen rein, raus, aus die Maus. Tschüssi! Tschüss!